Ja. Das Militärpersonal wird da. Hallo, Sergei Sergejewitsch. Ich habe hier einen Jungen, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Soldat für ihre Sache. Wir suchen immer nach jungen Leuten, die unsere kommunistischen Ideale zu schätzen wissen. Nun gut, Junge. Du bekommst gleich Waffe und Uniform. Und jetzt auf den Zug mit dir. Ah ja. Achtung, Ideale? Zivilisten ist es nicht was gestattet, sie wirklich wollen, sind Schafe, die in den Tod laufen. Vorwärts, Marsch zum Fleischwolf. Ein Militärzug mit gefälschten Papieren oder durch Bestechung oder anderweitige Möglichkeiten zu okay. werden mit Haftstrafen wegen Verrats gehandelt. Alle Mann die Plätze einnehmen! Na dann, auf die Plätze, fertig, los! Nee, ich will die Szene nicht überspringen. Gucke ich mir schon noch an, aber ich bin auch irgendwie froh, wenn sie vorbei ist. Ja gut, okay, aber wenigstens erzählen sie so ein bisschen. Naja, eine Fahrt ins Ungewisse. Achtung, der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Marschbefehl haben die hier sogar. Der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ah ja. Ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Ich? Gehe zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Okay, naja, was soll's. Betrunkene und Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Okay. Kapitel 4 Krieg. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Oh Mann, ey, das wird immer ungemütlicher. Oh. Was zum Hölle? Wie ist das jetzt passiert? Naja, da hat mich wohl der schiefe Gesang einfach mal, Genossen! Glückwunsch zur Ankunft an der Front! Ich weiß, dass Sie Ihr Mutterland stolz machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro. Die Wirkung von Luftdruckwaffen hängt vom Druck im Tank ab. Ist er zu niedrig, sind die Schüsse zu... Sind die Schüsse vergrößert? Ist Druck hoch? Nein! Ah, das ist wie ein Super Soaker, also, okay. Der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben und vorwärts marschieren. Marxismus ist das sprichwörtliche Licht sagen am Sie, Ende Kommissar des Tunnels. Was sagt die Partei zu den zweiköpfigen Mutanten in der Fili-Linie?
Also, so viel zur Unterhaltung. Ruhe! Zusammenreißen! So, diesmal, also mit denen sollten wir uns erst recht nicht anlegen, habe ich so das Gefühl. Aber hier ist schon wieder so dunkel. Genug geredet! Raus jetzt! Aufstellung nehmen! So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier, oh Gott. Auf Befehl des Gerichts der Revolution wird dieser feige Ratte zum Tode verurteilt. Mal kurz hier ins Journal schauen, wir müssen nach dort. Ich wollte sie über die Flanke angreifen, das ist alles. Da unten, da ist ein Unterbrechen in den Schienen. Du lügst, du Stück Scheiße. Wenn sie den Rohr wollen, ich sage die Wahrheit, ich schwöre es. Ich habe den Weg zu markiert. Schicken Sie einen Mann hinunter, um es zu prüfen. Ich habe eine Frau und einen Sohn. Da wird also jemand wegen Fahnenflucht oder was auch immer, weil er nicht so gekämpft hat. Nein, ich will hier nicht runterfallen! Da! Ah. Hallo? Ja, jetzt müssen wir mal hier ganz kurz. Ich mach mal hier kurz Gamma etwas höher. Okay, so richtig wirklich viel bringt das nie. So, ja, bla bla bla, ist der Tonk so. Bekommen Sie vorübergehend zusätzliche Schusskraft und Reichweite. Halten Sie R gedrückt, während Sie die Luftdruckwaffe benutzen, um den Pumpmodus zu wechseln. Ja. So. Lassen Sie das Gejammere. Nun ist Geld und wir zahlen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von ehrbaren Soldaten erwartet man, dass sie die Mut an den Feind aufteilen. Das ist richtig, Herr Kommissar. Hä? Da! Hier ist ja echt an jedem. Ja, hier, ich kann aufpumpen, damit das alles besser. Halt, Moment, falsche Richtung. Wieso ist denn hier aber auch überall? Und die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Warum ist denn hier aber auch überall die Seele? Hm? Was singen Sie mit mir? Nein, halt's Mund! Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere! Nun ist Geld und wir zahlen... Ah, da bin ich also runtergefallen, ja. Das ist Magazin für jeden. Auf Befehl des Gerichts der Revolution wird diese feige Ratte zum Tode verurteilt. Richtig, genau. Hören Sie zu! Ich wollte Sie über die Flanke angreifen, das ist alles. Da unten, da ist eine Unterbrechung in den Schienen. Ich habe den Weg sogar selbst markiert. So, die haben wir ja zwar tot. Hä? Verdammt, wieso ist denn der... Hat er schon geschossen gehabt? So, ich soll den Rohren folgen, hat er gesagt. Halt, Moment. Schade, ich dachte, ich kann den vielleicht sogar noch retten. Oh Gott! Jetzt haben die mich natürlich schon wieder gesehen. Mir geht's auf den... Hä? Alter! Von wo? Aha! Ich muss hier immer mal wieder die Lampe anmachen, weil ich sonst nichts sehe. Und auf YouTube... Ich muss dann unbedingt das noch hochdrehen, in der Hoffnung, dass man dann mehr sieht, weil auf YouTube könnte das echt... okay. Zum Problem werden... Hopp! Hopp!
Ich hätte gern mal, wo kann ich mir die Nachtsicht kaufen? Huch! Oh yeah. Verdammt, ey, wie soll man sich denn hier so durchkämpfen? Oh. Geht's hier irgendwo nach oben? So, der ist schon mal weg. Und jetzt tun wir hier nochmal Super Soaker-mäßig aufladen. Ich muss hier. Wie komm ich? Du. Soldaten der Roten Armee! Eure Munition und eure Rationen sind knapp. Und eure Anführer und eure Also irgendwie ist das echt nie mein... Gott, ich muss mich mal kurz hier nach hinten verziehen. Das war jetzt alles andere als leise, aber irgendwie... Moment, hier mal kurz hier ein Medipack nehmen. Ja, 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 los, komm da wieder vor. Oh, verdammte Axt. Nein, hier runter, leg dich. Ach, verdammt, der kann sich nicht hinlegen. Oh Gott. Ich wollte da drüber springen. Verdammte Axt, wie kommt man denn hier vorbei? Los, mach das Licht aus. Boah, verdammt, verdammt, verdammt. Soldaten der Roten Armee. Eure Munition und eure Rationen sind knapp. Und eure Anführer haben euch verlassen. Die Kommunistenregierung hat euch eure... Ja, dummerweise sehe ich den Typen nie, der da die Lampe schwingt. Eure Anstrengungen sind nutzlos. Und euer Tod ist vergebens. Nur der Sieg wird euch mit euren Familien wieder vereinen. Boah, das ist doch nicht wirklich wahr. Oh. Los, bring dich um hier. So ein Dreck hier.